Es ist nicht ungewöhnlich, wenn man nach einem Weihnachtsmarktbesuch nicht nur ein paar Kilo mehr auf die Waage bringt, sondern auch tief in den Geldbeutel gegriffen hat. 100 Gramm gebrannte Mandeln kosten schon 3 Euro. Doch was, wenn mal Ebbe auf dem Konto herrscht? Dann gibt es viele weihnachtliche Rezepte zum Selbermachen. Auf der Tagesordnung stehen also gebrannte Mandeln und luftige Eierlikör-Schneebällchen. Für die Mandeln braucht man einen Topf, 100 Milliliter Wasser und 200 Gramm Zucker. Noch eine Prise Zimt dazu und alles zum Kochen bringen. Die Mandeln einfach dazugeben und sofort anfangen zu rühren, bis alles ganz klebrig ist. Die fertigen Nüsse dann auf eine gefettete Unterlage legen und genießen. Die Schneebällchen gehen ähnlich einfach. 400 Gramm Biskuitboden in kleine Stücke zerteilen. 125 Milliliter Eierlikör dazugeben und alles ordentlich durchkneten. Dann werden 200 Gramm weiße Kuvertüre geschmolzen und zu dem Teig gegeben. Danach heißt es wieder rühren und den fertigen Teig zu kleinen Kügelchen rollen. Den letzten Schliff erhalten Sie mit einer guten Portion Kokosraspeln. Bällchen für Bällchen rollen und verzieren. Die Leckereien sind selbstgemacht nur halb so teuer wie auf dem Markt, schmecken nach getaner Arbeit aber mindestens doppelt so gut.